Hi, in unserem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von VisuScreen eure Bildschirmwerbung, aber auch zum Beispiel andere soziale Kanäle, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram pflegt. Heutzutage ist es halt einfach total wichtig, auch in den Kanälen, wo eure Kunden am meisten unterwegs sind, aktiv zu sein. Und das geht ganz einfach mit VisuScreen, weil man einfach ein Tool hat, um dann eure Bildschirmwerbung und eure sozialen Kanäle damit zu bewerben. Ich habe mir jetzt hier in VisuScreen eine Präsentation angelegt, die ich auch schon angepasst habe auf Hoch- und Querformat. Das bietet euch die Möglichkeit, ein und dieselbe Präsentation auf unterschiedlichen Bildschirmausrichtungen zu planen. Über VisuPrint kann ich jetzt die Bildschirmpräsentation in verschiedenen Formaten exportieren oder drucken. Dabei bleiben alle Texte und Bilder verknüpft, also wenn ich etwas auf meiner VisuScreen-Folie ändere, übernimmt es das dann auch automatisch auf den VisuPrint-Formaten. Wir wechseln in VisuPrint über den rechten Button in der unteren Navigation. Automatisch werden mir zwei Dokumente in DIN A1 erstellt. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol über den Dokumenten können wir jetzt auch ein neues Format erzeugen. Für Social Media ist das quadratische Verhältnis am verbreitetsten. Hierfür nehmen wir die Maße 200 x 200 mm. Jetzt passe ich die Elemente ein wenig auf das Format an. Die Verknüpfungen der einzelnen Elemente bleiben dabei bestehen. Ja, schon haben wir das Bild für Instagram und Facebook erstellt. Als nächstes legen wir noch ein Dokument für meine Instagram und Facebook Story an. Dafür nehmen wir die Maße 250 x 450 mm. Auch hier noch kurz die Elemente anpassen. Über das Export-Symbol können wir jetzt die Dokumente als JPEG abspeichern. Die Bilder landen dann bei euch im Download-Ordner und von da aus könnt ihr die Bilder dann auf euren Social-Media-Kanälen posten. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Folgt uns gerne auch auf unseren sozialen Kanälen wie Facebook und Instagram. Und ja, erfahrt da immer als erstes, wenn ein neues Video online geht. Bis bald!